Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agrarians Guys 2. Mit mir am Start der gute Oli 82. Guten Tag. Und der baut hier wie ein Verrückter an dem Botanier-Eckchen rum. Ah, da müssen wir uns demnächst auch mal hingucken, weil der baut hier unglaublich viele Sachen auf. Ich war hier sogar richtig. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben. Wir wollten uns noch eine Scholar's Lens aufbauen. Ich habe Scribing Tools und Buch, glaube ich, im Inventar. Genau, Buch, Scribing Tools, Glaspane haben wir auch. Und jetzt brauchten wir noch... Da, so rum. Und jetzt brauchten wir noch dafür... eine Entropie und eine Order Shard. Eine Entropie und eine Order Shard. So, dann haben wir eigentlich alles dabei, um unsere erste Thaumcraft Infusion zu machen. Ich bin ja so gespannt, ob das jetzt klappt. Aber wir werden das alles 4 bis 5 Mal gegenchecken, von daher kein Problem. So. Dann schauen wir mal. Also, wir brauchen die beiden Shards gegenüberliegend. Eine Entropie-Shard hier. Eine Order-Shard hier. Und auch wieder gegenüberliegend einmal Scribing Tools und ein Buch. So, und in die Mitte kam eine Glaspane. Hallo? Glaspane? So. Mitte eine Glaspane. Das sieht soweit ganz gut aus. Um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren, hatten wir schon mal Mixed Crystals gebastelt vor 1, 2, 3 Folgen. Ich habe noch ein paar Zombie-Köpfe. Auch hier zählt wieder bitte alles schön punktsymmetrisch um die Mitte aufbauen. Das ist wichtig. So, jetzt haben wir 8 Köpfe von Zombies. 1, 2, 3, 4. Das stabilisiert quasi die ganze Infusion. Und wollen wir gleich noch die anderen 4 auch noch hinstellen. Ja, wenn wir sie schon da haben, dann stellen wir sie noch mit hin. Ne? 1. Ja, ja, ist ja gut. Liebes Chatpack, sei mal ruhig. So, 2. 3. Muss mich gerade mal konzentrieren hier. 4. Ja, der schaut schief. Ich will nicht, dass er schief schaut. So. Hier hin. Jetzt schauen sie alle gleich. Jawohl. Jetzt sieht das gleichmäßig aus. Ah, also alles schön gleichmäßig um die Mitte verteilt. Passt. Soweit auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir noch eine Sache kontrollieren. Und zwar müssen wir unsere Aspekte kontrollieren, ob wir auch alles haben. So, und zwar, wir brauchten 12-mal Cognito. Cognito haben wir, glaube ich, hier. Da sind 16 drin. Dann von Sensus haben wir 32, brauchten wir 24, sehr gut. Und Precantatio brauchten wir 12, haben wir 16. Haben wir genug da. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wir zücken unseren Zauberstab und klicken da oben drauf. Und mein Zauberstab ist weg. Das ist cool. Wo ist mein Zauberstab hin, bitteschön? Bug oder Feature? Das ist jetzt nicht lustig, dass mein Zauberstab weg ist. Im Inventar habe ich ihn nicht. Sortieren wir mal das Inventar um. Taucht nicht wieder neu auf. Ey, das gibt's doch wohl nicht, oder? Das gibt's doch wohl nicht. Was ist das für ein Mist hier? Und das Feld rein, wo er vorher drin war. Nein. Ah, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn wieder. So, nochmal, neuer Versuch. Ah. So, mit den Goggles of Revealing sehen wir, er zieht sich jetzt die Aspekte aus den Chars, die in der Nähe stehen. Und wir sehen, Sensus hat er gleich. Jetzt holt er sich das Cognitio. Hat er auch gleich. Jawohl, und jetzt kommt Precantatio.
Und jetzt würde sich dann als nächstes die Gegenstände reinziehen. Und dann muss man Obacht geben. Weil ab und zu ist er ein bisschen gemein und lässt die Gegenstände vom Sockel fallen. Und damit hätten wir dann natürlich ein Problem. Da kann es nicht vollenden, aber wir hatten jetzt hier Glück. Es war auch noch was Einfaches. So, jetzt haben wir die Scholars. Und die müssen wir jetzt quasi irgendwie wahrscheinlich mit unseren Goggles of Revealing kombinieren. Wie auch immer das gehen soll. Mal gucken, ob sie uns das auch verraten, wie das gehen soll. Ah, first design your goggles of revealing. You consider the thermometer scanning abilities to be an acceptable loss. Now the Strait of No Longer. When equipped, the Scholar lens will automatically scan. When equipped? Equipped? Wir werden das einfach nochmal ausprobieren. So. Wir legen das einfach mal da unten rein. Ich sehe hier keinen großartigen Unterschied. Die Frage ist, wo muss ich das equippen? Das kann natürlich sein. Hier. Oder im Baubis-Menü vielleicht. Kann man es hier irgendwo reinklicken? Nein. Nein, 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 nein. Ah. Sollte man die Goggles auch anziehen? Wie das funktionieren soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder muss man das da reinlegen? Nein, das geht nicht da rein. Kann man hier nirgendwo reinlegen? Okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Kann sein, dass man die Goggles of Revealing vielleicht reparieren muss, dass er nicht... Sind deine noch vollständig in Ordnung? Leider nicht. Leider nicht, okay. Ja, da muss man die halt dann noch bei Gelegenheit nochmal versuchen zu reparieren und nochmal gucken, was das Teil macht. Oder vielleicht hier. Nicht, dass man es im Arcane Worktable machen muss. So, legen wir mal einen Zauberstab rein. Nehmen mal die Goggles ab. Und legen die Goggles da rein und versuchen uns mal zum Glück hier. Nein, 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 nein. Sieht alles nicht nach aus. Werden wir auf jeden Fall noch rausfinden, wie das funktioniert. Auf jeden Fall haben wir sie gebaut. Und damit haben wir auch die Quest, glaube ich, erledigt. Genau, Quest erledigt. Illumine Lens und Water Chars nochmal ein paar. Ja, Water Chars ist immer gut. Water Chars kann man nie genug haben. So, jetzt können wir hier nochmal ganz kurz reinblicken, ob wir hier irgendwo weitermachen wollen. Oder ob wir uns dann vielleicht mal wieder einem komplett anderen Thema widmen wollen. Ja, hier Brain in a Jar haben wir noch nicht. Da haben wir noch Essentia, Tubes and Valves. Das schauen wir einfach nochmal ganz kurz uns an. So, das war nämlich hier Alchemie. Hier haben wir die Essentia Tubes, Quicksilver Drop. Mit ein bisschen Aspekten. Mit ein bisschen Aspekten ist immer gut. So viel haben wir nämlich noch gar nicht. So viel haben wir noch nicht auf unserem Zauberstab. Oh, da sind wir schon wieder ziemlich leer genuckelt an manchen Ecken. Wieso ziehst du jetzt schon wieder die Goggles aus? So, aber hier haben wir zum Glück wieder genügend Möglichkeiten, ein bisschen zu laden. Okay. So. Dann, das war Eisen, Glas, Quicksilver und Gold Nugget und Leather. Dann basteln wir uns die auch gleich noch. So, Quicksilver Drops waren das aber, glaube ich. Da kriegen wir 9 Stück raus. Dann Gold Nuggets. Nehmen wir uns mal so einen halben Stack mit. Dann war das Glas in dem Fall. Und dann brauchten wir noch ein paar Sticks. Und ein bisschen Cobblestone. Dann haben wir mal 2 Stück.
Müsste es eigentlich gewesen sein. Schauen wir nochmal, dass ich Eisen, Quicksilver Drop habe. Lever und Essentia Tube. Okay, gut. Nochmal einen prüfenden Blick auf die Ladung meines Jetpacks werfen. So, das war ein Quicksilver Drop, ein Gold Nugget. Dann war das hier links und rechts Eisen und Glas in der Mitte, oder? Jawohl, war's. 8 Essentia Tubes und die Essentia Tube kombiniert mit einem Lever ergibt Essentia Valves. Okay. Und das war's schon. Oh, cool. Reward Bag. Half-Hard Reward Bag. Ha? Kein Platz mehr im Inventar? Natürlich kein Platz mehr im Inventar. So, und da unten könnten wir jetzt eigentlich mal die Warded Chars reinwerfen. Was haben wir da noch drin? Iron Capped Wooden Wand. Okay. Bist du auch geschlossen? Ja, bist du. Okay. Schlüssel haben wir einstecken? Nein, haben wir nicht. Wollen wir Schlüssel von der Wand holen? Zumindest schon mal aufgeräumt. Ja, und diese Tubes kann man quasi an die Distille unten anschließen. Da gibt es aber auch noch bessere Varianten, wie gesagt. Ich werde mal schauen, wie weit das tatsächlich noch geht, das Thema. Weil eigentlich bräuchten wir dafür ja nur Import und dann, es ist schon ein bisschen mehr. Ja, komm, wir sind jetzt gerade schon mal so mittendrin. Dann schauen wir einfach nochmal ganz kurz. Monitoring, Crafting Terminal. Crafting Terminal wäre natürlich das interessanteste fast schon davon fürs Erste. Und der Transport, das ist quasi ein Import-Bus. Das sind 2 Warded Chars, ein Diffusion Core. Formation Core, okay. Okay. Das sieht alles gar nicht so wild aus. Und Filtered Essentia Tube. Das könnte man eigentlich theoretisch relativ zügig machen. Hätte ich jetzt gesagt. So dramatisch ist das alles gar nicht. Jetzt ist dann bloß noch die alles entscheidende Frage, wie viele Channels haben wir auf dieser Seite noch frei? Eigentlich zu wenig. Möglicherweise ja. Aber schauen wir mal, ob wir zufälligerweise halt da. Und zwar haben wir doch hier irgendwo hier war doch der Kreuzungspunkt. Da war er. Aktuell 6 von 8 Kanälen belegt. Knapp. Sehr knapp. Und das ist wahrscheinlich auch nur deswegen, weil hier drin alles so angeschlossen ist. Die 2 Kanäle wären der Import und da können wir dann nichts mehr machen damit. Das ist ein bisschen wenig. Da müssen wir uns dann für eine der nächsten Folgen hier mal mit dem Thema Applied Analytics nochmal beschäftigen. Weil das kann nicht so weitergehen, dass wir da so ein Problem damit haben, nicht? Nee, das kann es nicht sein. Da müssen wir dann auf jeden Fall mal ran. Ja. Bisschen langfristig dann das Thema. Längerfristig zumindest. Weil da brauchen wir tatsächlich, oder natürlich, wir produzieren da drüben Energie, machen unser kleines Applied Analytics Netzwerk und machen dann quasi bloß noch
Ah, das wäre eine andere Variante. Das wäre eine andere Variante, die könnte man sich glatt überlegen. Wäre das eine Variante? Ich glaube, das wäre eine Variante. Doch, das wäre eine. Was man dann zwar erstmal im ersten Moment nicht haben, ist Energie. Aber das kriegen wir mit Sicherheit auch irgendwie hin. Was wir uns noch anschauen sollten, ist Magical Metallurgie, genau. Und zwar können wir... Wie kannst du einen Tesseract holen? Ja, stimmt auch wieder. Könnte man sich aus dem Tesseract holen. Da hast du recht. Gut, stellen wir uns aber auf jeden Fall nochmal im Thaumium-Ingot her, weil das ist, glaube ich, auch noch eine Quest hier irgendwo. Einen, genau. Eisen haben wir. Und dann brauchen wir natürlich nochmal den Aspekt Precantatio, den wir haben in... Wo haben wir das letzte Mal hergeholt? Aus Enderpearls hat man es das letzte Mal, glaube ich, gezogen. Genau, aus Enderpearls. Ach, Moment, und wie viel brauchen wir? Wir haben... Enderpearl... in der Enderpearl stecken zwei. Und dann... zwei und vier brauchen wir, also brauchen wir zwei Enderpearls. Okay. So, wahrscheinlich mache ich gleich Sauerei, aber das ist eine andere Geschichte. Macht auch nichts. So. Okay, die haben wir. Eisen haben wir auch. Den Schlüssel können wir dann gleich da oben hinhängen. Die und die schmeißen wir mal rein. Dort schmeißen wir auch mal rein. Dann machen wir uns da nochmal eine Chest. Ist das vielleicht schon verfügbar? Nein. Haben wir eine Strongbox da? Haben wir auch nicht da, okay. No. Planks. Machen wir eine ganz einfache Kiste hin. Können wir nämlich den ganzen Kladderadatsch, den wir da drüben produzieren. Und für da drüben brauchen. Auch einfach erstmal in die Kiste reinpacken. Die stellen wir da daneben. Ja, jetzt müssen sie natürlich hier bei mir über meinem Kopf durch die Gegend fliegen. Flask of Vigor, das ist Botania. Das schmeißen wir auch mal da rein. Das auch, das auch, das auch. Und das da und das da und das da. Order Crystal, zack. Auch da rein und das auch und das und das auch. So, haben wir ein bisschen Inventar aufgeräumt. Sehr gut. So, das Ganze funktioniert nach folgendem Prinzip. Wir schnappen uns zuerst mal den Eimer. Den Eimer. Den brauchen wir eigentlich nicht, aber ist egal. So, füllen den Eimer mit Wasser. Füllen den da hier mit Wasser. Der fängt das Blubbern an. Dann schmeißen wir hier die zwei Enderpearls rein. Und dann sehen wir, welche Aspekte wir da drin haben. Und dann schmeißen wir hier einen Eisen-Ingot rein und haben einen Thaumium-Ingot. Das kleine Problem dabei ist, wir haben hier noch ein bisschen andere Aspekte drin, Alliances und Aether, die uns unter Umständen die Gegend verschandeln könnten. Ja, ist leider so. Da könnten dann ein bisschen blöde Sachen dabei entstehen. Da kommt plötzlich ein anderer Aspekt noch mit dabei raus. Okay. Der wandelt jetzt hier quasi ein bisschen die Aspekte ineinander um. Alles ganz komisch. Könnte natürlich auch sein, dass es sehr aufkocht. Zur Not muss man einfach mal ein paar Blöcke in der Hand haben und packt sich einfach dann den da oben drauf und dann kann schon nichts mehr passieren. Nicht mehr viel zumindest. So, dann haben wir den auch noch erledigt. Kriegen wir ein Thaumium Binding. Ah, immerhin. Und dann gibt es noch das Thema Balance Shard. Okay. Das haben wir alle schon. Ein Balance Shard, okay. Ein Balance Shard. Den gibt es nämlich. War der hier? Den habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Da glaube ich nicht. Das müsste ja in der Basic Information stehen. Hier. Na, wo war denn der? Wo waren denn die Shards?
Plants and Trees, Ores. Okay. Nee. Ja, wo war denn der Order Shard? War der bei Alchemie? Ich hatte ihn gesehen. Die Frage ist natürlich nur, wo. Ja, aber in dem Buch ist es alles ein bisschen schwierig, die ganzen Sachen zu finden. Obtainer Shard? Nein. Na Olli, kannst du mir sagen, wo ich die Shards finde? Wie, was, wo, wann? Entropy Shard war das, glaube ich. Ne, nicht Entropy, Moment. Balance Shard. Wobei, wir könnten natürlich auch mal in NEI nachschauen, was uns NEI sagt. Balanced Shard. Du musst noch irgendwie aus normalen Shards craften. Genau, irgendein Shard mit vier Aspekten in Crucible. Genau, alle Aspekte außer dem, den man reinschmeißt, muss man rein tun vorher. Terra, Perizio und so weiter. Sollen wir das machen? Nee, machen wir jetzt nicht. Oh, da haben wir noch was zum Abgeben. Hat man vorhin ja nicht gekonnt, weil die Taschen voll waren. Aber es lichtet sich auch langsam hier schon. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist den Greatwood-Baum da drüben abfällen. Und danach dann wahrscheinlich den Silverwood. Wie sieht die Ladung aus? Gut. Dann machen wir das jetzt nochmal. Hier. Ganz spannendes Thema. Ein Baumfällen. So. Aber auch das muss natürlich mal sein, weil wir müssen natürlich noch ein paar Setzlinge finden. Ja, ist da noch irgendwo Holz? Wahrscheinlich schon. Oder bist du bloß komisch gewachsen? Na ja, gut, da ist Holz. Langsam, aber sicher kämpft man sich ja vor. Und es kann uns eigentlich auch gar nicht mehr viel passieren mit dem Chatpack. Ist ja fast schon ein bisschen langweilig. Fast. Aber auf den Boden knallen. Ich kann das Chatpack ausziehen vielleicht, ja? Meinst du, es wäre interessanter? Im Flug. Au, im Flug auch noch. Jetzt stellt er aber noch Ansprüche hier. Es ist das Spannende an der ganzen Geschichte ist eigentlich, kriege ich noch den zweiten Setzling her, den ich noch brauche. Da haben wir noch Holz. Oder säge ich den Ast ab, auf dem ich sitze? Und vor allem die Wachstumsrichtung von dem Baum ist auch schrecklich. Der wächst auch irgendwie kreuz und quer. Ja, das kommt immer davon, ne? Immer diese Zauberstäbe, die aussehen, wie wenn sie aus Knorpeln zusammengebastelt wären. Ah, aber dafür habe ich dann gleichzeitig meine Mattock noch ein bisschen gelevelt. Auch sehr nice.
So, dann machen wir hier auch einfach mal den Hover-Mode aus. Gut. Dann ist das wenigstens das Geräusch nicht immer so nervig. Da haben wir noch einen drin. So ein Greatwood-Holz haben wir für die nächste Zeit echt dann genug. Und ich frage, was man den braucht, außer für den Stab? Ja, das ist noch eine sehr gute Frage. Das werden wir dann wahrscheinlich noch eruieren müssen, was man damit noch alles anstellen kann. Zur Not bauen wir Kisten draus. Ist zwar ein bisschen gemein, aber naja. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich auch alles erwischt habe. Schauen wir mal. Die spawnt er langsam oder habe ich noch einen übersehen? Ah, ja, die spawnt. Sehr gut. In der Hoffnung, dass hier noch ein Setzling runterkommt. Oh, ich habe zwei. Ich habe zwei Great One Saplings. Juhu. Dann können wir die Quest abgeben. Oh, ein dritter. Sehr schön. So. Greatwood Saplings, kriegen wir noch einen dazu. Und ein halbes Herzchen. Na gut, nehmen wir alles mit. Wollen wir noch einen kleinen Moment warten. Wobei, den können wir jetzt einfach mal hier. Den können wir jetzt einfach mal hier so stehen lassen. Au. Das waren die Kniescheiben. Das kommt davon, wenn ich den Hover-Mode ausschalte, ne? Musst du mal bei der Mobkiste gucken. Da gab es, glaube ich, noch Boots mit Feather Falling. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, aber habe ich die Goggles auf? Ja, sehen tue ich nichts. Okay. Und dann hoffen wir mal, dass hier noch ein Silberwood-Setzling droppt. Aber sollte eigentlich... Also mindestens einer muss ja quasi droppen. Sonst macht das ganze System ja gar keinen Sinn. Wobei, ich rede von Minecraft und Sinn, oder? Weil dann kannst du Pech haben, dass keiner droppt. Genau. Tja, dann werden wir eins mal da drüben mal einsammeln. Ah, da sind noch ein paar Greatwood-Setzlinge gedroppt. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich alle mit. Und da könnte noch ein bisschen was kommen. Dann mal hier gucken. Irgendeinen übersehen? Nein, sieht gut aus. Fällt auch langsam in sich zusammen. Ich sollte hier mal das Loch einstweilen ein bisschen zumachen. Dass da irgendwas runterfällt. So. Okay. Da haben wir nochmal ein bisschen Great Woodlock. Aber ansonsten nichts. Jungs, bleibt da, wo ihr seid. So. Und du hier? Na komm, ein oder zwei Setzlinge. Zwei, glaube ich, brauche ich. Brauche ich zwei für die Quest? Da. Zwei Silverwood-Setzlinge. Einen hat man mal als Questbelohnung bekommen. Die zu bauen ist gar nicht so einfach. Na komm. Mindestens einer, bitte. Na los. Na los. Beim Greatwood hat es gut funktioniert. Ach, einen habe ich eh schon einstecken. Sehr gut. Einen habe ich einstecken. Vielleicht noch einer. Na komm, komm, komm. Drop. Bei Greatwood ist es auch nichts mehr gekommen. Gut. Aber da hatten wir ja genug. Aber das war schon immer so, ne? Bei Silverwood, die Droprate von den Setzlingen war extrem. War immer katastrophal, ja. Das war immer sehr mies.
Und ich weiß noch nicht mal, ob das besser wird, wenn man sie einfach normal sich verschwinden lässt oder ob man sie abschlagen sollte. Naja, beobachten wir das mal. Im Abspann sehen wir vielleicht noch, ob noch einer droppt oder nicht. Weil wir haben nämlich die Zeit schon wieder gerissen. Eigentlich haben wir nicht viel erreicht und doch ein paar Quests erledigt. Merkwürdige Geschichte, aber manchmal ist das halt so. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein plus eins. Schreibt uns Kommentare, lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache euch zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.